Weiter mit Anno 1800 und mit reichter Luft der Blick hinauf in den Himmel. Ein bisschen blendet uns die Sonne. Ein Kran ist zu sehen und ich hoffe, das Teil da vorne kracht niemals runter. Und da drunter? Oh, ich habe gereimt. Runter und runter. Kalauer Alarm bei WB. Sorry, muss gelegentlich sein. Vor allem unabsichtlich. Das ist die Baustelle unseres Luftschiff-Hangars, eines Monumentes. Erste Bauphase hatten wir etwas überraschend schnell abgeschlossen. Jetzt kommen die Bauphasen 2 bis 4. So sieht das Teil mit ein bisschen aus der Entfernung aus. Warum die Lampen brennen, während oben die Sonne runterbrennt vom Himmel, dürft ihr mich bitte nicht fragen. Da kann ich euch keine gescheite Antwort geben. Hier vorne. Esel, Mann, Urwaldbäume, Holzhacker und was ist da vorne? Noch ein Esel, der vor sich hinläuft und Leute, ja komm, weiter. Wir wollen weiterbauen. Das ist Perlenpuff. Wir wollen in Perlenpuff den ersten Luftschiffhangar überhaupt errichten. Hier vorne, erste Bauphase abgeschlossen. Was brauchen wir für die zweite? Von der Überfahrt zurückgekehrt. 50 Bretter haben wir. 50 Steine haben wir. 554 Arbeitskräfte, 4 fehlen uns. Und 10 Minuten Zeit, die hätte ich eigentlich. Wir brauchen noch ein paar Journaleros mehr, Leute, sonst wird das hier nicht klappen. Wir schauen uns mal die Schiffchen an. Gerade ist eines, ja, sehr schön. In Perlenpuff angekommen sind die Fenster. Und wir brauchen für den Ausbau des Kontors eine Stufe weiter rauf. Sehr schön. Klasse. Und dann schauen wir uns, brauchen wir ein paar Journaleros mehr, nur ein paar. Das heißt mit anderen Worten, wir bauen hier das ein oder andere Haus noch hin. Wir könnten alternativ irgendwelche Journalero-Häuser, Arbeitsstätten pausieren und einfrieren. Wenn wir sagen, wir haben von irgendetwas zu viel. Geht auch. Könnten wir auch zuerst machen, damit der Bau schon mal beginnt. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir haben Unmengen von Alpaka-Wolle oder unfassbar viel Mais. Wir machen einmal, wie viele Maisplantagen haben wir denn? Da könnten wir schon mal, ach Quatsch, wir bauen hier einfach die, wir bauen hier vorne das hier gepflegt weiter aus. Das heißt, wir bauen ein paar weitere Module hier noch hin. Für Journaleros. Prima. Kopieren uns das hier, ziehen das hier runter. Ja, kann man so machen. Dann kopieren wir uns den Weg hier vorne. Oh. Kopieren uns den Weg hier vorne. Ziehen den hier lang. Ja, hat ja geklappt. Was nimmt uns denn hier so viel Platz weg? Diese Afienda-Plantage, wenn wir die einen Ticken nach oben setzen würden. Ach, da hatten wir Platz gelassen. Ich glaube, da hatten wir gar keinen Platz gelassen. Einmal hier hin. Einmal so. Hier ist ja auch noch Platz. Ich glaube, wir können sogar hier das wegnehmen. Dann können wir hier noch weitere Häuschen hinsetzen. Und gerne noch ein paar Journalero Häuschen mehr, so in den Außenbereich rein. Die Straße hier verkürzen wir. Nehmen mit dem Kopierwerkzeug die Verlängerung von dem hier vor. Setzen noch ein paar weitere Journalero Module hier hin und hier vorne hin. Noch hier vorne die Verlängerung. Bestens. Schon haben wir es geschafft. Sehr schön. Jetzt sollten wir genug Arbeitskräfte haben für, Hans Zuckermann schreit gerade auch schon auf, WB, es sind genug Leute da. Für das Monument, die Bauphase des Monuments Nummer 2. Und go! Ja, 50 Steine, 50 Bretter, Journaleros sind genug da, Zeit haben wir auch.
möge Luftschiffhangar Phase 2 gebaut werden. Oh, hier kommt gleich Phase 3, das Dach. Danach ist der Hangar fertig. Sind wir beim Gerüst, Fundament steht. Gerüst kommt jetzt, dann Dach, dann Hangar. Leute, nur eine Sache, die haben wir alle noch nicht bedacht, ne? Wir können nur dann Luftpost haben, also wirklich Post von einer Insel zur anderen bringen, wenn auf der anderen Insel auch ein Luftschiffhangar ist. Wozu nützt uns ein Luftschiffhangar mit einem Luftschiff, wenn wir damit keine Post befördern können? Nutzt uns auch so. Also wir können die Luftschiffe, die wir bauen, benutzen für alles Mögliche. Aber für die andere Geschichte, von der Handelsroute, von einer Insel zur anderen, das hin und her zu bringen, brauchen wir da drüben auch einen Luftschiffhangar. Es muss nur ein Hafen da sein, kein Hangar, meint Svenish, Akira auch. Was denn jetzt? Doch, ich habe doch recht. Die einen korrigieren die anderen, man braucht einen Lufthafen, einen zweiten Lufthafen. Zwischen den Lufthafen, weil die Lufthafen haben ein Modul, das Modul heißt Luftpostlager oder so ähnlich, doch. Ja, ja, die einen überzeugen die anderen davon, dass WB ausnahmsweise doch mal recht hat. Kann ja mal passieren. Das heißt, wir machen das erstmal regional, auch auf Rumba Zumba, hier ist ja auch eine Agenda, und zwar eine recht große. Und hier hätten wir auch genug, um sofort damit zu beginnen, Leute. Auch hier bitte einmal planen. Auch hier einmal Postamt schon mal setzen für lokale Post. Sehr schön. Bedürfnis freischalten, falls es noch nicht freigeschaltet ist. Klasse. Auch in einem anderen Häuschen. Das ist das erste Grundbedürfnis. Die anderen schalten wir nachher frei, wenn es soweit ist. Ein Postamt hier auf derselben Insel. Hier haben wir zwei Postämter. Hier haben wir eins gebaut. Wurde angehalten. Mal kurz checken, hier hatten wir auch dran gedacht. Hier vorne ebenfalls, ja. Kurzer Check, dass wir es nirgendwo vergessen haben. Prima. Also hier gibt es irgendwo ein Problemchen. Wir haben anscheinend kurzzeitig zu wenig Menschen hier. Jetzt läuft's wieder. Ticker läuft runter. Warum das gerade kurz gestoppt war, ist mir ein Rätsel. Das ist der Luftschiffhangar, genau. Ja, der Hangar ist dafür notwendig, dass man die Luftschiffe baut. Und wir können das auch mal in seinem Postamt mal durchlesen. Über den Hilfetext hier. Luftpostlinien, bla 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 bla, Post sammeln, lokale Post, wird in Postämtern Postbriefkästen gesammelt. Der Postdienst braucht Luftpostlinien, das heißt, Post kann man nur mit Luftschiffen transportieren. Das geht über ein Luftpostlager und das wiederum ist ein Modul beim Lufthafen. Und ist Lufthafen und Lufthangar, sind das zwei Gebäude oder eins? Jetzt habt ihr mich gerade selbst mit verwirrt hier gerade. Hafen und Hangar. Lufthafen und Lufthangar. Da ist er, da ist der Lufthafen, ihr habt absolut recht. Damit bauen wir das Ganze und jetzt müssen wir zwei Lufthäfen bauen auf den Inseln. Nicht zwei Lufthangare für die Herstellung von Luftschiffen, sondern zwei Lufthäfen, um dann die Luftpost transportieren zu können. Das ist es genau. Und das geht sofort und flink. Die müssen auf jeder Insel da sein. Also nicht die Hangare müssen überall sein für die Produktion der Luftschiffe, sondern die Lufthäfen müssen überall sein. Jetzt haben wir es. Das heißt, das bauen wir jetzt hin. Ja, am besten direkt daneben. Können wir parallel bauen. Ist aber erst dann sinnvoll, wenn wir auch Luftschiffe haben. Wir können es aber schon mal im Blaupausenmodus irgendwo hinsetzen.
Setzen wir mal daneben hin. Warum nicht direkt daneben? Straße dazwischen? Straße dazwischen, hier kommt der Hafen hin. Wie wär's mit einem Kaffee? Nein, kein Kaffee. Meine Leute brauchen mich, kein Kaffee. Ich würde ihn sogar auf die andere Straßenseite setzen, das ist viel hübscher. Und würde die Holzfällhütte woanders hin platzieren. Die kann überall hin. So, zack. Und da ist der Lufthafen im Blaupausenmodus. Hierhin oder in den Knick? Geht beides. Was meint ihr? So? Hier ist die Stadt. Die Stadt wird ein bisschen noch nach oben hin ausgedehnt sein. Hier werden auch noch ein paar Hütten entstehen. Deshalb vielleicht so eher. Ja? Okay. Das ist der Lufthafen. Wir bauen noch nicht, weil die Wartungs... Ah, wir können es auch bauen und dann pausieren. Ach komm, wir bauen schon mal. Da ist der Lufthafen. Ach, den kann man gar nicht pausieren. Geld verschwendet, kostet uns 450 Ocken, Minute für Minute. Und darüber können wir jetzt die Module bauen. Davon gibt es 3 Stück. Wir brauchen, wir könnten Pendlerstationen bauen wir überall zum Ausgleich. Die finde ich super praktisch. Kosten auch nur Baukosten und Baumaterialien, aber keine laufenden Unterhaltskosten. Und die Luftpostlager, und die brauchen wir dann, um Luftschiffrouten zu machen, um Post zu bekommen und zu verschicken. Und verschicken und bekommen, bekommt man halt mit den Luftschiffen, die man dann auf einer der Inseln hier vorne baut. Ja? Das heißt, wir bauen eine Pendlerstation. Die müssen direkt daneben stehen. Einmal hierhin. Und dann noch ein Luftpostlager. Da setzen wir. Mal gucken, ob wir das schön ausgebaut bekommen. Mal schauen. Kann man direkt daneben, aber ich würde dazwischen noch irgendwie irgendwelche Deko-Geschichten machen. Ach, wir setzen es mal direkt daneben. Das kommt hier hin. Hier vorne kommen Bäumchen hin. Wir bauen die mal aus, damit ihr seht, wie die aussehen. Sie noch eine davon in Betrieb und ihre Arbeiter können auf einer Insel leben und auf der anderen arbeiten. Ja, ich weiß. Das sind die Pendlerstationen. Stellen Sie sich nur all die Briefe voller Dramen vor, die hier eintrudeln werden. Liebesbekundungen, Drohungen, Verabredungen. Und hier setzen wir ein bisschen Stadtbodenbelag davor und drumherum. Das passt doch sehr schön. Das ziehen wir auch hier oben lang. Ja, das ist doch top. Ach, das ist doch wunderbar. Achtung, Achtung, Zigarren, Zigaretten. Ja, so machen wir das. Das sieht doch hübsch aus. Das überzeugt mich. Dann machen wir die Straßen bitte in schick. Setzen hier Steinstraßen lang. Sieht doch hübsch aus. Und die bauen wir jetzt auch auf den anderen Inseln. Das Sägewerk kann ganz woanders hin. Das packen wir dann ebenfalls hier vorne hin. Jetzt bauen wir auch woanders die Pendlerstationen. Hier, das war jetzt nach Rumba Zumba bitte auch.
Ein Lufthafen auch hier. Wir brauchen jede Menge Aluminiumprofile und Steine. Steine sind ja auch nicht da. Hier vorne sind Steine in rauen Mengen und keine Aluminiumprofile. Das heißt, wir nehmen uns eines unserer Schiffchen, wie die Tapferkeit, die in Mar Abolo liegt. Hier haben wir keine Holzproduktion. Einmal raus, bitte. Dann haben wir hier vorne die Marcel, liegt ebenfalls an der... Dann sollen wir mal bitte gemeinsam alles machen. Einmal hier rüber, bitte. So, jetzt ist die Tapferkeit leer und kann einmal hier unten hinfahren. Ne, da ist ein anderes Schiff. Einmal hier vorne hinfahren, hier Sachen abholen. Ruder übernehmen. Und einmal hier unten den Stern des Südens. Ich glaube, gestern... Hier, na, ist egal. Stern des Südens, hier laden wir noch mehr Aluminiumprofile rein. Immer hier mittlerweile in rauen Mengen. Verteilen die über die anderen Inseln. Einmal bitte hier vorne hin. Na Rumba Zumba. Und dann weiter woanders hin. Marcel bleibt erstmal in Marabullo. Hier können wir auch schon mal bauen. Also hier soll bitte auch ein Lufthafen hin. Im Blaupausenmodus notgedrungen. Das hier vorne ist die Hauptsiedlung und das ist die Alfienda. Kann das so gedruckt werden? Ich wette, ich muss mal wieder alles kurz polieren hier. Keine anständige Kleidung. Wir feiern den Bau des ersten Luftschiffhangers, des ersten Lufthafens und die Medien berichten nur, dass Kleidung fehlen würde. Dann geht halt nackt zu unseren Premieren feiern. Das muss doch möglich sein. Ich denke, die Leute werden es schlucken. So ist es viel besser. Ja, alles nachher im Ego-Modus, auf jeden Fall, Shambi. Machen wir definitiv, garantiert. Die Scheinwerfer könnten wir benutzen, meint Legat der Krone, als Deko, wenn alles fertig ist. Die gab es über Lichter der Stadt oder so ähnlich, ne? Oder sind das echt extra Luftschiff-Ornamente? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Wo bauen wir hier den Lufthafen hin? Was meint ihr? Das ist die Riesenstadt. Schön ausgedehnt. Das ist der Lufthafen. Das ist das Hospital. Das hier ist ein Postamt, das nicht alles, aber viel abdeckt. Sollen wir das direkt an den Kontor stellen? Würde eigentlich passen. Neuankömmlinge. Hier vorne so rein. Die beiden nach links verschoben. Hier hin. Passt perfekt. Guckt euch das mal an. Das passt ja perfekt hier hin. Super. Bin total begeistert. Großartig. Habe ich so geplant von Beginn an. Ein paar Details fehlen ja noch. Die sind extra für die Luftschiffe. Suchscheinwerfer. Linke Ecke unten. Wo denn? Meinst du hier bei der Kultur? Oder woanders? Oder bei den Lufthäfen nach... Das hier? Lufthafenmodule? Nein. Müssen wir das nachher nochmal sagen. Da kommt... Alles bereit. Das ist ein Automatikschiff. Jetzt bauen wir den nächsten Lufthafen hier vorne hin. Nach Tropacabana. Das ist die Ausgangsstadt. Hier gibt es keine Alfienda. Einzige Stadt ohne Alfienda hier. Da setzen wir... Hier? Nee, hier wird die Stadt weiter ausgebaut. Das ist der Stadtkern. Boxkampfarena, wo da ist der Marktplatz. Ich würde es auch hier in Kontor näher packen, hier unten hin. Wenn es geht, wenn es passt. Sind auf jeden Fall unter Kultur, heißt es. Einmal Lufthafen. Da müsst ihr ein bisschen umbauen, damit das passt. Ach, hier hatten wir die Eisenbahn mal schon gebaut, genau. Wir setzen die Baumwollbeweberei mal auf die andere Seite. Und simsalabim. Wunderbar. Ich hätte es ja lieber noch hochkant. Das fände ich irgendwie cooler, aber das kriegen wir auch hin.
Oder wir nehmen den Haupteingang, der scheint hier unten zu sein, den mittiger. Ah, das kriegen wir nicht hin. Aber das sieht auch hübsch aus. Dann haben wir hier noch Zugangsstraßen gleich hin. Keine Chance für eine gerechte Sache einzugehen. Ich muss was schmuggeln und bekomme Mariana, die Meisterstilistin. Ja, machen wir mal, komm. Wir machen eine Schmuggelaufgabe. Ich vertraue dir. Gerne, die letzte Quest habe ich schon versiebt. Danke, dass du es wieder vergessen hast, Isabel. Sehr charmant von dir. Noch nicht baubar. Jetzt wieder hier vorne hin. Hier sind Schiffchen mittlerweile angekommen. Achtung. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch. Wo sind denn unsere Schiffe? Da ist die Stern des Südens. Ist immer noch nicht angekommen. Jetzt aber gleich. Es kann dann nur noch um viele sich zäh ziehende Sekunden handeln. Gleich sind wir da. Gleich haben wir die ersten... Ach, das dauert ja ewig. Komm, pusten, Leute. Bitte alle einmal pusten. Dann geht's schneller. Bitte jetzt bitte alle einmal pusten. Und es klappt. Schiff ist sofort schneller unterwegs. Danke, Weißer, pusten, in die Segel pusten. Es klappt. Leine wegen des Pustens. Dankeschön. Vielen Dank. Ist echt erstaunlich. Schiff bewegt sich sofort viel, viel schneller. Danke an euch für euren tollen Einsatz hier. Einmal bitte entladen. Einmal raus. Und jetzt? Ja. Geht nicht, weil Steine fehlen. Ein neuer Auftrag? Ja, ein neuer Auftrag. Wir laden einen Teil von diesen doofen Dingern wieder rein und fahren rüber auf die andere Insel hierhin. Und hier ist mittlerweile allerdings die Tapferkeit da. Und die holt sich die Steine. Steine bitte einmal einladen. Alles, was geht. Einmal rüber und hier vorne hin. Route eingezeichnet. Ja, das ist gut so. Weitermachen. Hier geht's hin. Ich wette, die beiden Schiffe begegnen sich gleich. Fahren aneinander vorbei. Leute, ihr fahrt aufeinander zu. Eine muss jetzt nachgeben von euch beiden. Nein, 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 nein. Wo war das knapp? Die Menschen lassen sie hoch. Zu Recht. Absolut zu Recht. Meiner Meinung nach. Leute, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Es hätte ein Unglück geben können. Echt. Keine der beiden Kapitänen wollte nachgeben. Krass. Echt krass hier. Wir haben High Five gemacht. Das war Absicht. Meinte Melzio. Einmal raus mit den Steinen hier vorne. Sehr schön. Mit dem anderen Schiffchen. Stern des Südens raus mit den Aluminiumprofilen. Geht nicht. Ach, ist nicht dicht genug dran. Hier vorne bitte. Sehr schön. Dann bei Insel Nummer 2, bei Rumba Zumba, schnappen wir unseren Lufthafen und Champagnerkorken knallen. Auf 3, auf 2, auf 1, auf... Ah, ist unser Lufthafen. Und wieder ist die Welt ein Stück kleiner geworden. Sehr schön. Und jetzt können wir auch die ganzen Module hier hinsetzen. Ja, ich weiß, dass die uns hier alles erklärt hier. Jetzt setzen wir auch das Luftpostlager hier hin und die Pendlerstation. Ach, wie doof. Die sollten eigentlich hier innen stehen, ne? WB verschiebt mit der Kraft von nur einem Finger an der Maus eine riesige Metallkonstruktion. Jetzt setzen wir hier die Module davor hin. Eine Pendlerstation. Die hier passt sogar hin. Mal schauen, wie das perfekt aussieht. Einmal so. Direkt hier. Eingang zum Kontor raus oder zur Stadt raus? Eher zur Stadt raus, ne? Weil die Pendler wollen ja in die Stadt und nicht zum Kontor. Also so, ne? Genau in die Mitte geht das? Ja, das ist Mitte. Einmal Mitte hier. Das ist die Pendlerstation, dann das Luftpostlager. Ja, hier vorne hin. Wie rum? Hier. Rechts kommen die und Post. So, einmal hier.
Super. Sehr hübsch. Dann machen wir die Straße hier in schön aus. Also mit Steinen. Das hätten wir schon längst hier mal ausbauen sollen. Hier können wir noch mehr ausbauen. Hier setzen wir noch diese hübschen Stadtbödenbelage hin. Oh, sieht das doof aus. Ich nehme alles zurück, weg damit. Sieht ja völlig bescheuert aus. Will irgendwelche hübschen Kleinigkeiten. Palmen. Palmenschaden, nee. Eine Palme. Noch eine Palme, noch eine Palme. Ja. Und hier vorne. Ja. Kann man so machen. Kann man auch noch hübscher machen. Einverstanden? Ach, das brauchen wir nicht. Machen wir trotzdem. Einmal hier. Gucken wir uns auch nachher mal in der Ego-Perspektive an. Schritt Nummer 1 überhaupt. Es läuft. Zweiter Lufthafen gebaut. Luftschiff Hangar ist noch im Bau. Jetzt bauen wir den dritten Lufthafen und sobald wir die ersten Schiffe haben, können die pendeln. Und die Pendler Kais sind ja schon da. Die sind auch schon funktionsfähig. Alles, was wir an Obreros und an Jornaderos, an überschüssiger Arbeitskraft haben, auf den beiden bislang angeschlossenen Inseln, wird automatisch immer hin und her gependelt, also hin und her verschickt.